Wikipedia Gangster, gang, gang. Was geht ab, ihr wunderschöne Menschen? Assalamu alaikum. Merhaba, tach tach, tag zah, mukulu. Hallo. Wie geht's dir stets? Was machen Sachen? Verbrechen rechen. Hi. Ui. Ui, Memo, guck mal. Mukulu! Bei mir geht gar nichts. Warum geht mein Dings nicht? Was ist denn hier los, Junge? Ah, jetzt. Hi! Mr. Andy Flow, hallo. Was ist das denn für ein Lied, Junge? Ah. Ich erinnere mich. In dem Moment, als ich eingeschaltet habe, sagst du das, sag ich was. Memo. Bin ich eigentlich der Einzige, dem auffällt, dass der Ärmel von Peanut durchklippt? Du bist der Erste, der das auf jeden Fall sieht und sagt. Da machst du Ginix. Hola. Hola, que pasa? Hi, wie geht's? Ihr Süßis. Ja, schön zu hören. Mir auch. Ist echt weird, sich immer mit sich selbst zu unterhalten. So. Was hab ich da gerade gesagt, Alter? Es ist echt weird. Ach, egal, lass mich in Ruhe. Hier, Julia, du bist mit der Dings, mit der Harry am Cringe, ne? Auf dem Mission V, ne? Hab ich gehört, ich krieg alles mit. Ich beobachte dich. Ist es wirklich Peanut?
Peanut wie die Erdnuss. Was ist denn Peanut, Alter? Was ist das denn? Was ist das, Bruder? Peanut. Wer schaut auf Peanut, wenn dann neben die Hüften geschwungen werden? Hallo, Finger weg, bitte. Peanut. It's me. It's Peanut time. Oh, fuck. Stimmt. Tag Chef und Tag in den Fanclub drinne rein. Darf ich heute meinen Schlipper werfen? Ist soweit? Jejeje. Darfst du. Hör mal, Da Vinci, ich dachte, du bist in der Sommerpause, Alter. Was machst du? Was pusht denn da schon wieder Videos? Von einem Curtis mit normaler Stimme. Das geht da ja nicht. Da sehe ich direkt minus 200 Subs, Alter. Das tut weh. Du schuldest mir eh nur $3. Schuldest du mir für den Sub, der nicht mehr reinzappt, weil du seine Videos gestrikt hast auf YouTube. Ich merke mir das, ich führe hier Liste. Ende des Jahres komme ich, Bruder. Und treib meine Schulden ein. Nippler, danke für den Prime im 8. Und Tiger, danke schön für den Resub im 26. Und Space Pirate, danke schön für den Resub im 47. Monat, Alter. Reicht doch 2 Wochen, stell Rechnung. Ja, mach ich fertig. Aber jetzt, wo du jetzt arbeitest, kannst du dich mal um die GTA-Compilation-Clips auf TikTok kannst du dich kümmern. Ich schwöre, die klauen dein Content. Horribee, vielen lieben Dank für 6 Subs. Nein, hat 6 Monate auf Stufe 1 im Voraus abonniert. Dankeschön für die Subs im Voraus. 6 Monate, halbes Jahr ist viel. Wer weiß, ob ich dann noch am Start bin, Bruder. Und Mr. Deep, dankeschön für den Sub und herzlich willkommen in der Curtis Nation. Die bekommst du nicht so einfach weg auf TikTok drin. Was bekomme ich nicht, Junge? Ich habe Connections, Alter. Ich gehe einmal Kaffee. Die kümmern sich dran. Oh, Julka. Was ist das für ein Name schon wieder? Warte mal, ich muss ja kurz abchecken, ob du diejenige bist, die ich meine. Kann doch sein, dass ich verwechsel. Aber ja, du bist das. Boah, erstmal VOD gucken. Jetzt hast du einen gestreamt vorgestern. Hä? Boah, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob du das bist. So abgenommen? Also no front? Doch, bist du. Ja, bist du. Danke für den Resub im 18. Und Mauli, danke für den Resub im 9. Stufe 3 sogar. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und Robin X Spectrum, danke schön für den Sub und herzlich willkommen vor 4 Stunden. Nabend! Lass knister Rechnung mein. Nein, boah, warum ist mein Mikrofon immer locker, Alter? I don't understand this. Was geht ab bei euch, Mann? War so, danke schön für den Resub im 4. Gucken seit Jahren und dann nichts haben, was soll's, XD. Tut schon ein bisschen weh, so dass du mir das jetzt beichtest, ne? Ich hab eigentlich schon vor Jahren mit deinem Support gerechnet, war so. Aber immerhin hast du 4 Monate bisher supportet und dafür danke ich dir. Ich küsse dein Auge. Mr. Law, danke schön für den Resub im 43. Alter. Ich bin schon richtiger Opa, ne, auf Twitch. 4 Jahre minus 1 Jahr für Dodge. Grüß dich, Mauli, grüß dich. Ich bin echt gespannt auf das Event nachher. Einfach Monto, das Sternquatsch in die Regeln. Was regeln die wegen TikTok-Dinger? Ach, Quatsch. Junge, wer hängt denn auf TikTok ab? Ist doch tote Plattform, oder nicht? Oder muss man das haben? Was für ein Event? Box-Event. Für ein Box-Event. Von Cody und Jiggy und Jack, glaube ich. Es wird Premiere von OG Toasties neuen Song. Hätte ich gern gemacht, hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben das versucht, aber das hat sich echt grauenhaft angehört. Ich kann leider nicht abmischen. In der Halle? Ja, klar, in der Halle. Wo denn sonst? Gib mir auch so, bin seit Jahren fleißiger Zuschauer und konnte seit kurzem erst mit Sam dank Prime. Das ist sehr nett von dir, Schattenwolf. Dankeschön. Wie machst du das mit dem Event? Peanut oder Curtis? Ja, natürlich Peanut. Ich wurde ja gestern per Power-Riegel dazu gezwungen, heute mit Peanut einzuloggen und dahin zu gehen, weil ich ja von OG Toasty ein Dings holen muss. Ein Autogramm. Suche Cringe-Partner. Sind hier potenzielle Männer im Chat? Wie The Deep und Mauli? Hä, du bist doch schon mit Mari in der Mission wie am Cringen, Alter. Was suchst du denn jetzt hier weiter, Frau Julia? Geh doch zum Youngthug. Hahaha, hat er nicht gesagt. Ich bin so ein Bastard. Nein, nur Spaß.
Egal. Ja. Was macht der Bruder eigentlich, Alter? Ich glaube, der spielt auf Storyline, ne? Sind die alle? Wo ist Ferris und so? Junge. Der ist tot. Laber kein Scheiß, Mann. Sowas sagt man nicht. Lass den Bruder in Ruhe. Junge. Ihr gibt keinen Cringe. Doch, eigentlich ist das Cringe-Channel Nummer 1 hier. Der hat doch OOC-Gefühle gecatcht. Ja, aber das machen viele MRP und so, ne? Also ich hab das schon echt... Irgendwie hat er da seinen Vorteil, so in der Szene so drin zu stecken. Man bekommt echt viel mit hinter den Kulissen. So, ich hab mich schon unendlich oft verliebt im MRP. Deshalb habe ich bei Dings auch stehen, bei, wie heißt die Seite? Instagram. Twitch-Streamer mit fast 100.000 Followern und so. Weil ich hoffe, dass Leute in meine DMs reinsliden. Aber passiert nie. Dafür klopfe ich mir nach dem Wichsen dann immer selbst auf die Schulter und sage, und nenne mich Tiger und so. Damit ich gutes Gefühl habe im Bauch. Skizio, danke schön für den Prime-Zehnten, du schöner Mensch. Bist selber schön, Bruder. Junge, danke. Junge. Hallo, irgendwie muss man sich ja ein bisschen pushen, ne? Wenn man schon nicht pumpen gehen kann, Alter. Was passiert, wenn du Testosteronüberschuss hast? Da drehst du durch, Junge. Der Klassiker. Ich mag Pixelfüße, ich weiß, Finn. Heute warst du wieder ein richtiger Tiger, na klar. Ich mache immer zwei Kippmann, damit sich dazu anfühlt, als wenn zwei Leute im Bett liegen. Weißt du? Eine qualmt im Aschenbecher, die andere habe ich in der Hand, so. Da erschaffe ich mir voll die Immersion, Alter. Das ist wie im RP. Voll geil. Schau Insta. Naja, Bruder, hab ich jetzt gar keinen Bock, Alter. Schickst mir bestimmt einen hässlichen kleinen C. Ja, das fängt schon wieder gut an heute. Ich weiß gar nicht, ob der Pinsel heute am Stüssel ist, Alter. Arschpick ist drin. Oh. Geil. Muss dir eine Frau suchen. Nee, Mann. Single ist besser. Single oder Waifu-Kissen, Alter. Das ist der Shit heutzutage. Ich könnte auch Julia klar machen und mit der auf Kirmes rumwandern, Alter. Das wäre auch geil, was. Da sehe ich mich auch, ne? Bei Dings. Autoscooterladen so. Am Rand stehen immer die Autos so in Reihe parken, so. Boah, hätte ich richtig Bock drauf. Oder diese Herzen verkaufen, die es immer gibt da. Wo drauf steht, ich liebe dich und so. Die in irgendwelchen Pennerbuden immer hängen, Alter, die so 20 Jahre alt schon sind, weil die nie aufgefressen wurden. Das ist meine Sache. Die Klappe, Junge. Mauli, wir beide, Alter, let's go. Lass so Haare nach hinten gehen und so und dann voll ihn auf Autoscooter Daddy machen. So übelst die Kings auf der Kirmes, Alter. Das wäre richtig wild. Wer hat hier gute Laune erlaubt? Ich, Esperl und hallo. Boxautomat, ja, Mann. Boxautomat Kopfnuss geben, Alter. Hast zwar nur 17 Punkte, aber egal, du hast dich getraut. Alle anderen treten dagegen, Alter, wie John Klum, verdammt. Du gehst hin und gibst dem Ding eine Kopfnuss, Alter. Julia, wenn immer Breakdance stimmt. Bestimmt, Alter. Nee, nicht Frau suchen. Einfach Freundschaft plus beste Leben. Bis sie sich in dich verlieben, dann hast du verkackt. Mit Bauch 99. Boah, fühle ich auch. Nein, den halt Liebe schön, Alter. Freundin oder Freund haben. Ist voll geil. Let's go mit den Schlüsseln, mit dem du immer fahren kannst. Boah, den hast du wirklich bestimmt, ne? Aber du sitzt doch in so einer Süßigkeitenbude, oder nicht? Hab ich mal gehört. Hier, passt ein paar gebrannte Mandeln, Alter. Das sind die besten, Mann. Voll gut. Irgendwann auch in deiner Nähe. Was geht ab, Kerem? Assalamu alaikum, Habibi. Ach ja, heute ist schön. Mit schwarzer Lederjacke und schwarzer Sonnenbrille. Ist so. Boah, ich erinnere mich da heute noch ganz genau dann. Damals so mit 13 so. Auf Kirmes. Da waren halt immer die größten Helden, die am Autoscooter standen und die eingepackt haben und so, die so einen Schlüssel dafür hatten. Ich mach Drive-In jetzt. Wie fährst du nach Meckes oder was? Du meinst wohl Drive-By.
Boah, ich würde mich ja jetzt schon ein bisschen schämen, Alter. Also ich würde rot werden. Krebsstand, boah, Krebsstand. Der Ricky, der auch RP zockt, ich glaube, der hängt immer in dem Krebsstand ab. Boah, ich würde den ganzen Tag nur fressen, Alter. Küdis, was ist los? Was das denn jetzt, Herr Kusch? Erst Single Best und dann Liebe Schön. Beides ist gut. Beides hat Vor- und Nachteile. Was geht's denn, Sie, Bruder? Und Dark Leader, danke für den Prime 14. Ey, was machen wir heute? Gehen wir World of Warcraft spielen? Ja, ne? Die haben richtig geile Crips, ja, Mann. Oder statt mit Schokoladenobst. Nein, man, gebrannte Mandeln, Alter. Boah, voll geil. Habbo-Party. Gibt's eigentlich Habbo-Hotel noch? Gibt's das noch? Ich dachte heute Hunter. Nee, das geht nur mit dem Holik und der ist irgendwie verschwunden. Ach, das Event ist erst um 23 Uhr, glaube ich. I don't know, fragt Pinsel. Pinsel ist bestimmt Habbo-Hotel noch, ne? Lass FIFA-Packs öffnen. Bruder, kein Geld, Alter. Woher soll ich das nehmen? Ich würde gerne, aber geht nicht. Huber, besser, free VIP. Was ist ein Huber? Wollte heute bei Rolling Donut ein paar Donuts holen, aber fast 30 Leute in der Schlange. Hat man dann einfach zwei Döner geholt. Ich habe die einmal gegessen, die Dinger. Ich fand die gar nicht so gut, Alter. Habbo Hotel P-Server, bin König. Da gibt's P-Server, Alter. Ronny Müffelt. M. Huf. Dankeschön für den Prime im 12. Monat. Ein Jahr. Hukulu. Dankeschön. Ich bin voll stolz auf euch, Chat, dass ihr mir die Eule macht. Pinsel, warum bist du eigentlich noch nicht im RP? Weil Lied ist gut. Irgendwie habe ich jetzt voll Bock auf gebrannte Mandeln. Müssen wir mal Connections zu der aufbauen, zu der guten Julia. Vielleicht macht die irgendwann ein Mandelvideo. Oh mein Gott, ich muss aufhören, Alter. Keine Ahnung, ich glaube, weil ich neben der Brücke liege oder so. Ach, stimmt. Naja, du weißt ja jetzt zumindest, wie es funktioniert. Du musst den Safe-Browser killen. Frische Crepe mit nein, Erdbeeren sind ekelhaft. Bleh. Mit Nutella oder sonst shit, ja. Oder ohne alles. Puderzucker. Zimtzucker. Zimt ist ekelhaft, Alter. Zimt geht nur klar Milchreis. Ansonsten ist bleh. Ekelhaft. It's Dynamite, Dankeschön für den Prime. 24. 2 Jahre schon, Bruder. Danke und Kuss zurück. Und Karl Schniedrich. Bruder, bitte, ist das nicht dein echter Name, Alter? Karl Schniedrich. Dankeschön für den Prime im zweiten. Asalami Lamajun. Ja. Bruder, bitte nicht. Crepes mit Käse und Schinken. Boah, das schmeckt dann bestimmt wie so ein Schinken-Käse-Croissant-Ding, ne? So in die Richtung. Crepe mit Kinderschokolade, beste. Neuen Rechner. Das war nichts mit Seth. Ging nicht mehr an. Außerdem war die Grafik-Grip überall höllischer. Ach, du baitest doch bestimmt nur, dass dein Computer kaputt ist, damit du Donations kriegst. Ich kenne dich doch. Im Stream ist der Pinsel immer voll der Nette und so. Hinterm Stream, Alter, müsst ihr den mal erleben, wenn der Teamspeak kommt. Schwör bei Gott. Richtiger Dings. Man könnte meinen, er wohnt auf Malta. Der Typ ist Erzieherkürtis. Ich glaube das immer noch nicht. Na, ach, das lügt auch. Das wäre so, als würde ich sagen, ich wäre Grundschullehrer, Alter. Wer wird mir das denn glauben? Der hat gestern gesehen, wie es bei Tai geht. Warum hat Tai schon wieder gemacht? Haben die schon wieder rumgebaitet? Bei Dexus ist auch wieder irgendwas kaputt gegangen, Alter. 3400 Subs oder so. PC für Chloe.
Ah, stimmt. Ich habe irgendwie, ja, nach dem Stream hat der irgendwas erzählt, von wegen, die hat ja nicht mal einen Computer für die Mindestanforderung für GTA. Ja, stimmt. Hat der Spendenmarathon gemacht oder was? Ah. Hast du Pinsel gestern noch gemeldet wegen RP-Flucht? Na, natürlich, Mann. Hallo? Ich war auf jeden Fall gestern noch in der Suppenküche. Aber nicht wegen Pinsel, sondern wegen dem Typ, den ich abgeknallt habe, um zu gucken, ob das legit war. So von, aus deren Sicht. Weil er gab ja den einen oder anderen, der meinte, das war nicht, geh mal im Knast, Bruder, du hast ihn einfach abgeknallt. Alter. Ja, weil man ja sich totgelacht, als ich den Clip gezeigt habe. Und? Die einzige Sache, die mich danach ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen gestört hat, ist, dass er vielleicht nicht so dolle zum Charakter gepasst hat, so. Obwohl ich im Kopf hatte, jo, Dieter hat gesagt, wenn mich jemand bedroht oder so, dann soll ich mit Pistole. Und das hat er ja gesagt. Und ich lasse mich bestimmt nicht von so, ach egal, scheiß auf. Nix haben die gesagt, die haben gelacht. Bruder, das ist gerade eine Playlist von Dings selber, von Spotify. Ich habe einfach irgendwas angeklickt. Ich war im Support und hab Bescheid gegeben wegen RP-Flucht, hast du eh nicht. Aber die Kiste war auch 11 Jahre alt, kein Plan, wie die da drauf, GTA drauf spielen könnte. Boah, genau wie Milas PC, Alter. Der ist schon überhitzt, wenn die Dings anhatte. Minesweeper. Aber der haben wir ja einen zusammengebastelt. Auch ohne eure Hilfe. Ja. Hallo, Sirago One. Ey, ich hab voll die gute Idee. Der Tradition folgen, Alter. Duftkerzen und dann ab in eine Pommes. Oder wollt ihr nicht schlafen? Wollt ihr quatschen? Sollen wir uns unterhalten? Sollen wir auf Sachen reacten? Soll ich meine Meinung zu Sachen geben, wo ich keine Ahnung von hab? Spiele GTA mit Onboard-Grafik. Wo ist mein Gaming-PC, Geizing? Oma, du kriegst Pommes als Bezahlung. Bei Steam war PC-Building Simulator im Angebot. Spielt das denn? Du wolltest keine Hilfe, Ärger ran. Nein, das passt doch. Das Ding ist, wenn ich sag, yo, wer möchte was dabei geben? Wir bauen Mila einen neuen Computer. Dann gehen von diesen Donations einfach so viel Geld an den Staat. Ich will nicht weiter erzählen. Man kann auch anders dribbeln. Apropos Hardware, wie wär's mal wieder mit einem Setup anschauen auf Reddit? War damals eine nette Abwechslung. Können wir mal eigentlich wieder machen? Ist mein Setup überhaupt noch drin? Ich hatte hochgeladen, ne? Boah, Bruder. Muss man echt sagen, ist schon ein bisschen sexy. Könnten wir eigentlich machen. Ich habe nur Angst, dass da irgendwie dreckige Anime-Bilder sind. Ich bin noch nicht so in den Game drinnen mit seinem Desktop zeigen und so. Unsere Hilfe braucht auch niemand, deswegen hängen wir rum. Kannst du erklären, was gestern RP-Flow-mäßig passiert ist? Hab das nicht mitbekommen. Batman, das ist nur ein Meme. Der Pinsel, sein PC ist gestern die ganze Zeit gecrashed und er kam nicht wieder zurück ins RP. Wir haben so ein bisschen rumgetrollt und haben gesagt, ja, das ist RP-Flucht und so. Rupi, danke schön für den Resub im 6. und Teddy, danke für den Prime im 21. Seit wann sind deine Panels so, naja, so anders? Hallo? Was hast du? Hallo? Was ist mit meinen Panels? Die hat Güffi gemalt. Ui. Meine Panels sind doch voll schön. Guckt euch mal den Donation-Button an, Alter. Weißt du, wie viel Mühe ich mir dafür gegeben habe? Weil das ist mir echt wichtig, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Und Geld spenden. Junge. Und die Meisterwerke von Güffi darf man gar nicht erst... Hallo?
Aber tatsächlich wollte ich die echt neu machen. Ich wollte mich mal mit dem Dexus hinsetzen. Aber der hat nie Zeit für mich. Hab ich den doch vorhin an den Kopf geworfen. Hauptsache, der hat einen Curtis-Emote, Alter. Bla bla, Dankeschön für den Prime 12. Boah, hatten wir mal Affenpanels? Weiß ich, nein. Hatte ich mal Affenpanels, Alter? Ich weiß einmal, dass ich diese Nvidia-Panels hatte. Die hatte mir damals auch Dexus gemacht. Da kann ich den Dexus aber noch nicht so gut. Was hatte ich denn davor für Panels, Alter? Ich weiß das gar nicht mehr. Doch, kann sein. Wir hatten einmal dieses Affenpanel als Donation-Button mit der Cine-Mini-Tüte in der Hand. Das hat Alumi damals gemacht. Boah, ich weiß nicht mehr. Was geht ab, Jonas? Kann sein, dass wir welche hatten. Ich wollte aber mal neue machen. Mal gucken, was wir... Einfach so standardmäßiger. Ich meine, da unten drunter guckt eh niemand hin, Alter. Die Leute lesen teilweise nicht mal den Streamtitel. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Ja. Boah, Junge, hab ich mich erschrocken, Alter. Ach ja, ich hab den Sound auch geändert. Curtis Kusch, vielen lieben Dank für $1. Kussi. Ich küsse deine Kniekehle. Ach stimmt, Da Vinci hat dich auch mal gefolgt, aber wir sind nicht weitergekommen, weil ich einfallslos und unkreativ bin, Mann. Meine Fresse, bist du schreckhaft, Junge. Das war das erste Mal, seitdem ich den Sound drin habe, seitdem der Sound abgespielt wurde, ja? Ich bitte sie. Wollte demnächst auf State V gehen, mal sehen, was da heute so geht. Ja, Bruder, geh in die Mine, dann weißt du, was da abgeht. Was für Junge, du Nasenbär. Du bist doch kein Mädchen, du bist Seamaster. Oder ist das so ein Unisex-Pseudonym? What up? Prepper, Dankeschön für Luis am 6. Unser Art of War hat mal vorgelesen, oder? Danke für den Prime im 3., falls ich vergessen habe. Ich bin vergesslich. Wie wär's mit Hey Da Vinci? Mach einfach und nehm alles, was du mir bringst. Wie wär's mit Hey Da Vinci? Ich hab mal eine Frage. Würdest du bitte, könntest du bitte, hättest du Bock drauf, anstatt hinzugehen und mach einfach. So behandelt man keine Menschen. Du, pass ja auf, du Lümmel, du. Ich bin männlich, ja, das stimmt. Ja, also bist du doch auch ein Junge. Einfach als Community-Projekt machen. Jeder macht ein Panel und dann wird via Poll entschieden für maximal verpeilte Panels. Das ist meine Idee. Oma, eigentlich müsstest du hier sitzen und den Stream führen. Was hältst du davon? Da kommen bestimmt einige krasse Sachen zusammen. Lüge, Schnapper Brennan, Lüge. Wir gehen jetzt in eine Permis, Alter. Nee, mein Harz reicht wahrscheinlich. Geh, ich arbeite dort viel zu lange. Was? In der State V oder was? Bruder, da musst du arbeiten gehen. Wie das klingt, ey. Oh mein Gott. Dankeschön, Curtis Kusch, für noch $1. Vielen lieben Dank. Warum donate ich mir eigentlich selber Geld? Oh mein Gott. Ha, diesmal nicht. Ich matze, vielen lieben Dank für $6. Für Tinkepäckchen. Geldwäsche. Kann man so Geldwäsche machen? Nein, geht doch gar nicht. Das ist doch eine doofe Idee. Was hab ich denn... So, Steam ist an. Geldwäsche. Dankeschön. Ich Geldwäsche machen will, mache ich ein Internetcafé auf. Und Weakness, Dankeschön für den Prime-Sub im 8. Monat. Und Matze, danke nochmal. Und Curtis Kusch, Dankeschön. Für $2 insgesamt. Game-Update hat nicht funktioniert. Oh.
Ich hab mich verschrieben. Dankeschön, Chat. Steuern sparen. Oh mein Gott. Curtis Kusch, vielen lieben Dank für $1 nochmal, weiß ich nicht. Jetzt ist dieses Bzzzt-Emote, ist das Bzzzt? Von wem ist das, Alter? Mr. Terror. Kenn ich nicht. Tut mir leid. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Nick. Ich hoffe dir auch. Der Tyre und Dexus fangen nämlich auch schon damit an. Aua. Boah, das ist eine gute Frage. Wenn ich mir selber Geld donate, ja klar, wird das dann auch versteuert. Oder? Boah, ich bin zu dumm für sowas, ehrlich nicht. Das ist aber echt eine gute Frage. Ja doch, alles, jedes Geld, was durch den Kanal und so fließt, wird versteuert. Also denke ich schon. Hundertprozentig. Die Klappe ist a game. So, VOD hat Sound.